herzlich willkommen zum Jahresrückblick 2016 von Rheinach Aktuell. 7 Gemeinden entlang der Birs arbeiten in verschiedenen Themenbereichen unter dem Namen Birsstadt zusammen. Die Regionalplanungsgruppe hat 2016 ein Raumkonzept präsentiert. Dieses soll als überregionale Planungsgrundlage für die Gemeinden dienen. Das Raumkonzept wurde im Juni verabschiedet. Das Wachstum, das vom Kanton und vom Bund prognostiziert wird für die Region, wo ja davon ausgeht, dass wir nicht mehr 70'000 Einwohner haben in der Birsstadt wie heute, sondern eventuell 80'000 oder noch mehr im Jahr 2035, dass wir das Wachstum können und auch wollen aufnehmen. Das ist dann erfolgt anhand der drei klassischen Themen in der Raumplanung, Siedlung, Verkehr und Freiräume. Und innerhalb von diesen Themen haben wir definiert, wie die Birsstadt sich in diesen Themen entwickeln soll. Es gibt heute einfach ganz viele Themen, die können Sie nicht mehr in der Gemeinde selber bearbeiten. Nehmen Sie das Beispiel Verkehr. Verkehr macht nicht an der Gemeindegrenze Halt, sondern das ist gemeindeübergreifend. Oder auch ein Projekt wie Bierspark Landschaft. Sie können nicht Naturschutz und Erholung nur innerhalb der Gemeindegrenze betreiben, sondern das ist alles gemeindeübergreifend. Und solche Themen, die tun wir gemeinsam in der Birsstadt angehen. Und damit wir eine gemeinsame Planungsgrundlage haben, haben wir jetzt das Raumkonzept Birsstadt erarbeitet. Im 2016 fanden Gemeindewahlen statt. Sowohl im Gemeinderat als auch im Einwohnerrat gab es Veränderungen. Der bisherige Gemeinderat Paul Wenger von der SVP wurde nicht wiedergewählt. An seine Stelle trat Melchior Buchs von der FDP. Auch im Einwohnerrat gab es einen Zuwachs von Seiten der FDP. Sie gewannen 2 Sitze dazu. Ebenso stellt die SVP nun 2 Sitze mehr. Zu den Verlierern gehören die CVP mit 1 Sitz weniger sowie die BDP mit 2 Sitzen weniger. Auch die GLP verliert einen Sitz und ist nun nicht mehr im Einwohnerrat vertreten. Die neuen Mitglieder haben ihr Amt im Juli angetreten. Das Gartenbad Rheinach ist eines der größten in der Region. Anfang Juni hat die Bevölkerung über die Zukunft des Gartenbades abgestimmt. Einerseits wurde über den Sanierungskredit entschieden, andererseits lag eine Initiative zur Erhaltung des Sprungturms vor. Beide Vorlagen wurden deutlich angenommen. Die Bauarbeiten starten 2017. Das Gartenbad wird daher nächste Saison geschlossen bleiben. Die Filmtage Rheinach holten auch dieses Jahr wieder tolle Filme und Protagonisten nach Rheinach. Am Eröffnungsabend wurde der Schweizer Film Schallenursli gezeigt. Die beiden Hauptdarsteller sowie der Produzent des Filmes waren am Abend vor Ort. Auch die 22. Ausgabe war ein voller Erfolg. Also es ist natürlich lässig, dass wir die Schauspieler heute so abends hier haben vom Schallnosli. Wir haben natürlich so viel hier, die ganze Jungmannschaft hier, also der Schallnosli, Zerreina und der Roman, plus der Vater vom Roman, der gespielt wird von Leonardo Nico. Das ist toll, dass die alle jetzt auch wieder zusammenkommen und sagen, ja, der geht auch, kommt auch, komme ich auch. Und das hat sich dann so eine eigene Dynamik ein bisschen entwickelt. An der Schulgasse 1, direkt neben dem Gemeindezentrum, entsteht ein neuer Treffpunkt für die ganze Bevölkerung. Die Gemeinde hat das Leimgruberhaus gekauft und baut es nun zu einem Kultur- und Begegnungszentrum um. Verschiedene Hauptnutzer werden ins Haus einziehen. Der Verein Arbeitsgruppe Lebendiges Rheinach, der Verein Kultur in Rheinach, die Elternbildung Rheinach, die Mütter- und Väterberatung und das Ballet Noir. Die Renovations- und Umbauarbeiten haben im Juni begonnen. Der gesamte Umbau wird von der Gemeinde getragen und soll im Sommer 2017 abgeschlossen sein. Viele Spielplätze in Rheinach sind etwas in die Jahre gekommen. Seit 2014 werden sie nun, einer nach dem anderen, von der Gemeinde neu gestaltet und saniert. Bereits 3 große und 3 kleine Spielplätze wurden so erneuert. 2016 folgte die Sanierung beim Spielplatz zur Baum. Neu können sich die Kinder dort im aufgewerteten Sand-Wasser-Matschbereich vergnügen. Kletterbereiche und ein Slalomkurs für Dreirad oder Tretvelo gehören ebenfalls zu den neuen Attraktionen.
Eine Liste mit allen öffentlichen Spielplätzen finden Sie seit Juli auch auf der Website der Gemeinde unter dem Stichwort Spielplatz. Das Quartier Steinreben auf dem Areal des alten Werkhofs wurde neu überbaut. Mit sogenannten Quartierplänen wird der vorhandene Raum innerhalb des Siedlungsgebiets besser genutzt, so auch im Steinreben. Besonderen Wert legte die Gemeinde auch auf die Gestaltung der Außenräume. Ende Oktober wurde der öffentliche Quartierplatz Steinreben mit einem Fest für die ganze Bevölkerung eingeweiht. Der Quartierplatz ist eigentlich eine Ort für allen. Also es ist wirklich jetzt der Platz, wo alle Bewohner, aber auch alle Rheinauer sich treffen können. Es gibt eigentlich Bänke, wo man sitzen kann. Es gibt eine schöne Skulptur. Es gibt Bäume und ein Schachspiel für Kinder oder Erwachsene, die einfach hier spielen möchten. Anfang November fanden die Rheinacher Gespräche 2016 statt. Die Veranstaltung widmete sich unter dem Motto Schiffbruch auf dem Festland der Flüchtlingsthematik, unter anderem dem Weg von der Flucht bis hin zur Integration. Zwischen den Referaten wurden Filmporträts von 6 Migrantinnen und Migranten aus Rheinach eingespielt. Diese zeigten auf, wie Integration in der Praxis aussehen kann. Mit über 130 Gästen war der Anlass sehr gut besucht. So viel von der Gemeindeverwaltung. Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und freuen uns, Sie auch im nächsten Jahr mit Rheinach aktuell auf dem Laufenden zu halten. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.